Hallihallo, Löchen zur irgendwelchen Folgen von LOL-Tagebuch. Letztes Spiel, wie gesagt, ich nehme immer in Reihe auf, richtig hart verkackt. Ist halt komplette Wumpe. Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich groß das Problem momentan habe, dass ich das Gefühl habe, dass es oft an dem Off-Meta-Pick liegt, den ich spiele, dass ich starke Probleme habe. LeBlanc ist halt, also ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich würde, ohne Witz, wenn ich auf diesem Account LeBlanc hätte, würde ich instant auf LeBlanc Mitte One-Trick-Pony umsteigen, einfach nur, weil das der Charakter einfach komplett broken ist. Also ich habe den jetzt ein paar Mal hintereinander gespielt und ich hatte ein Spiel, wo ich alleine das Game gecarried habe. Also das ist halt komplett lächerlich. Ah, LB. Für die Abkürzung LeBlanc einfach direkt gebannt. Ich habe keine Lust auf die. Eigentlich habe ich ja gesagt, ich möchte gerne nur einen zweiten Charakter spielen, wenn ich in die nächste Division komme. Aber ich muss irgendwie. Ich will irgendwie. Der ist mir vollkommen egal. Das wiederum ist seltsam. Beinpick Fizz in irgendein Team ist nicht so berauschend. Also ich weiß, von was ich spreche. Echo eigentlich auch nicht. Trundle. Das ist nicht so schön. Der könnte Support, Jungle oder Top Lane gehen, aber ich sehe ihn eher auf Top Lane. Das ist nicht so nice, weil der eigentlich relativ stark gegen mich ist. Miss Fortune übrigens momentan mein Lieblings-ADC. Ich würde Miss Fortune mehr spielen, wenn ich mehr ADC spielen würde. Gott sei Dank hat der Gegner Lee Sin. Weil ich muss auch ehrlich gestehen, ich verstehe diese Lee Sin-Picks nicht, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute ihn einfach nicht können. Es gibt, also ganz besonders, man hat in dem letzten Game, ich weiß nicht, aber ich habe mich krall. Also krass von ihm abholen lassen. Also es war halt wirklich meine Schuld. Also die Tode, die ich durch den bekommen habe, war halt komplett Eigenverschulden. Ja, weil er wäre immer Eigenverschulden gewesen. Es ist halt nur ärgerlich gewesen. Gragas zum Beispiel finde ich wesentlich besser als Lee Sin. Den sieht man auch meiner Meinung nach viel zu wenig in Low Elo. Also ich habe selber jetzt mein Main ist höher, mein Smurf, den ich im Stream benutze. Oder auch so überhaupt benutze viel, weil auf dem ich viel wieder. Also ich kann auf dem einfach entspannter spielen. Ist einfach so, dass der. Ich weiß gar nicht, wo. Genau. Dass man Gragas sieht man gar nicht. Gar nicht im Jungle, gar nicht auf Top Lane. Obwohl er halt meiner Meinung nach auch im Top Lane, also auch im Jungle halt mega stark ist. Sieht man halt gar nicht. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich nicht gerechtfertigt. Also ich weiß nicht warum. Warum Echo übrigens ausgerechnet Deathfire Touch hat, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ich sehe immer, also ich sehe Deathfire Touch und Thunderlord eigentlich relativ ähnlich, wenn man sich die mal überlegt. Nur mit dem großen Unterschied, dass halt die Zeit, in der die halt interessant werden, anders sind. Also wenn man sich mal überlegt, Deathfire Touch wird erst stark, wenn man Items hat. AP, AD. Heißt also, ist eher so ein Late-Game-orientierte
Variante, während halt Thunderlord halt nur Early halt was reißt. Oder bei welchen, die, oder bei Leuten, die halt spiken hart. Also das ist halt auch, aber genauso wie Djinn. Also Djinn mit Thunderlord zu spielen ist nicht gut. Weil es bringt einem Early halt einfach nichts. Also man tradet halt selten drei Hits. Mit Fortune wiederum ist es halt sinnvoll, weil man halt relativ einfach über den E den Thunderlord procken kann. Bringt euch auf der Lane halt relativ viel. Leute mag ich am liebsten. Ich finde, ich habe keinen, also ich schreibe nie zurück. Man weiß auch nie, was die damit meinen. Falsch sortiert. So. Lauf, 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 flieg, 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 flieg. Ah, Mann, ey. Warum habe ich mir das eigentlich eingebrockt mit diesem One-Trick-Pony-Zeug? Ich hätte mir einfach viel mehr offen lassen müssen. Ich bin jetzt von diesem Format schon ein bisschen genervt. Ganz besonders, weil mich der Charakter irgendwie. Der ist geil, aber er hat so viele Schwächen. Ganz besonders in diesem Elo. So, wenn ich sowas hätte wie LeBlanc oder sowas. Oder. Oh, lol, was ist das für ein Twisted Fate? Ich werde hier kein Wort setzen. Normalerweise, selbst in Silber würde ich da ein Wort setzen. Aber Alter, wir sind in Bronze 1. Also. Bronze 1, da wird kein Wort gesetzt. Ich würde. Jungle würde ich Korean Invade machen, hundertprozentig. Komm ran! Komm ran! Troll. Ich hab keine Fernkampfattacke. Doch, hab ich! Ha! Ja, du Troll! Für jeden Auto-Attack wirst du bestraft! Bitch! Oh, fuck! Oh, wie tradet man besonders gut? Teach by Tiger. Der hat ist eine aggressive Variante gegangen. Oh. Why Korean Invade? Wenn es auch so klappt. Ist das jetzt deren Ernst?
diesen harten Pushen versaue ich mir meistens immer selber die Last Hits. Ah, please. Das ist halt... Ich werde, glaube ich, Rageblade hier gehen. Also, wie gesagt, beim letzten Mal habe ich ja erwähnt, dass ich momentan nicht weiß, was sinnvoller ist. Hier werde ich Rageblade nehmen, weil ich relativ viele Auto-Attacks laden kann. Gutes auch. Auf ins Gefecht. Dass die auch einfach nicht nachgehen. Nice. Was macht der da? Oh, lol. Lol. Okay, lol. Dieser Bait. Ein Genius Bait. Ich hasse dieses BM. Also, ich würde es auch benutzen, so wie er es machen würde. Das Schöne ist, ich habe meine Ulti nicht ab. Jetzt schon. Ob das nochmal funktioniert. Die große Frage ist, wo ist Lee Sin? Okay. Im Gegner-Jungle. In unserem Jungle.
kurz ein bisschen gebremst. War ja egal. Im Endeffekt. Botlane ist aber auch sehr... Okay, das war nicht so schlechter Boss-Slam. Body-Slam. Ulti, Ulti, Ulti! Oh, lol. Das war aber auch schon ein bisschen YOLO von dem. Gegen zu pushen, hat er sich jetzt Hydro geholt. Wer ist als nächstes dran? Wenn die zwei auf der Lane wären, würde ich jetzt einen Teleport-Gank machen. Ich lasse den pushen. Oder doch nicht. Wenn der Boy richtig dick ist, der Echo, dann hat auch ein Lee Sin nichts mehr zu sagen. Ah, vielleicht merkt er es, dass ich dann Pinkwood drin habe. Aber why not? Das ist krass. Ganz besonders, weil ich Echo... Ah, da. Hallo, Twisted Fade Arena. Der wird das pushen. Ich werde zwei Minions verlieren, sage ich jetzt so. Oder gar keins vielleicht. Und krieg dafür dann einfach den Rest unterm Tower. Ich weiß nicht, wo der Lee Sin ist. So. Gut, dann kann ich hier noch ein bisschen rumtrotteln. So. Easy, also... Es wäre halt schon irgendwie ein easy kill.
Okay, 1000, also 155 Gold war der Wert. Das war Mist. LOL! Oh mein Gott! Das war eine Clowns-Fiesta. Okay, Top Lane fällt jetzt gleich. Oh nein, Legarino! Der Proc geht doppelt. Chase, bitte. Also für Einzel-Target-Damage ist es komplett broken. Also wenn das geladen ist, ist es meiner Meinung nach noch krasser als vorher auf Kayle. Das einzige Problem ist, dass man halt die 20 CDR noch nicht hat, die man hätte, wenn man... Das ist 30 Sekunden. Ah, Top Lane Wave ist eventuell weg, wenn ich da bin. Wie viel Lost ist das? Ich gehe gleich auf jeden Fall nach der Wave nochmal zurück. Es geht nur darum, dass die. Also das ist halt das große Problem. Man sieht halt an Lee Sin genau das, was man oft bei Lee Sin-Spielern hat. Ab irgendeinem Zeitpunkt im Game, also vielleicht haben sie es early drauf,
Aber irgendwann im Game merkt man, okay, man merkt, warum sie halt nicht höher sind. Da fehlt mir doch noch ein bisschen die Power. Lol, die haben ohne Jungler. Ja, ich hatte gedacht, die kommen Top Lane, darum bin ich gegangen. In Wirklichkeit waren die halt an Drachen. Nein, Mann. Der Jungler ist halt mad, weil er halt gestorben ist. Ist aber alles noch fein. Das ist halt das Problem, was ich immer sehe. Man muss sich auch einfach mal carryen lassen, so. Ja, Mann. Das ist halt einfach... Guck mal, muss einfach mal loslassen. Und einfach mal sagen, okay... Kein gutes Spiel, aber die anderen gewinnen das für mich so. Ich will ein paar aufmunternde Worte, weil der ist einfach voll. Der ist eigentlich ist er relativ gut. Nein! Oh, fuck. Die haben eine solide Frontline, oder? Ah, ja, zwei. Das reicht. Why? Ah, könnte mich klatschen. Ich muss ehrlich gesagt, ich hätte den gefightet. Wenn ich die... Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass es 6 Stacks of Rageblade sind. Und nicht mehr 8. Wenn ich 2 Stacks oder 3 Stacks gehabt hätte... hätte ich das 1 gegen 1 genommen. Das sind auch so Aktionen. Ich weiß nicht, der ist doch eigentlich ganz gut. Lol. Ich sag mal so, der Gragas hat ihn jetzt gut geholt. Also, verstehe nicht, warum der so mad ist.
Verzauberung sind übrigens raus, sonst hätte ich mir instant die roten, glaube ich, geholt. Oh, fuck. Verkaufen. Ah ja, und jetzt weiß ich, was ich mir als nächstes hole. Ah ja. Der Farm lässt aber von allen ein bisschen zu wünschen übrig. Ah, ich bin jetzt auch das erste Mal gestorben. So, zwei habe ich bekommen. It's enough. Der ist einfach weg. Also MF sollte an... Ah, da sind ein paar Wards. Warum zwiebelt denn die Dings so? Die Morgana. LOL. Fuck, ich habe mich versucht, den Weg zu stellen. Und ja, okay, man hat gesehen, das war nur beschränkt erfolgreich. Der Echo, ich weiß nicht, was der macht, aber der ist extrem gut. Also, wie gesagt, versucht, was zu retten, hat sich nicht bewahrheitet. Bedauerlicherweise ist das Game offener als erwartet. Ich habe ja gedacht, ich wäre der Braum. Sehr, sehr inkonsistenter Fight. Ich hätte, dadurch, dass ich noch meine Ulti abhabe, das ist halt schon der erste Fail. Der holt echt den Tower. Hätte ich Rileys Kristallzepter, hätte ich den gekriegt. Was macht der da? Der hätte auch einfach dämlich hinter mir einfach... Oh mein Gott. Ein guter Chase. Auge.
Scheiß auf aufstellen. Das sind diese Fights, die so over, die so, wo jeder mal reinläuft und ich mach einfach mit. Das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Wir müssten einfach mal clean Fight haben. Das wäre so easy gewonnen einfach. Wir haben eine gute Frontline. Wir haben einen Assassin, der ultra fett ist. Das Blue Trinket ist auch besser. Das sind so Games, so, wo man genau weiß. Wir sind ja da oben kaputt gegangen. Okay. Das ist auch so ein Ding. Miss Fortune sieht die Wave, sieht aber auch, dass TF mitkommt. Und jetzt will sie mir einfach die Wave wegnehmen, oder was? Ich glaube, das war ein Doppelhit. Oh, lol. Hätte gewusst, dass der Fight gewonnen, also dass der relativ gewonnen ist. Es lag ganz einfach daran, dass das meinte ich mit diesen aufwechselnden Fights. Der ist halt... Was macht der da? Also was sucht der da? Dieses Game wäre so easy. Das ist auch so. Man kann keine Pauschalsätze machen. Wir konnten den ADC nicht töten, weil der ADC da steht, wo er stehen soll, als Jhin, gar nicht da. Der war gar nicht da. Meiner Meinung nach haben wir gerade den wichtigsten Buff geholt. Ja. Ich war gestunt. Es war dämlich.
hätte mittendrin meine Autotext auch aus irgendwie. Ich faile hier richtig hart rum, aber es ist halt. Wir machen halt alle harte Fehler. Wir verlieren halt jeden Teamkampf. Das ist auch nochmal wichtig, da immer reinzugehen. Weil jetzt kriegen sie alles, was sie vorher auch bekommen hätten, aber noch einen Kill extra dazu. Was machen die da? Warum läuft der jetzt auch noch einzeln rein? Und läuft so, dass ich ihn nicht schilden kann? So schlecht. Das Schöne war übrigens, ich habe mir gerade überlegt, also gerade war gerade so eine Situation, da habe ich mir gedacht, irgendwas wollte ich gerade kritisieren, aber nee, das ist bestimmt falsch gewesen. Nee, das war schon richtig. Der hatte den, was ich kritisieren wollte, der hatte das Fass gestellt, der Gragas, hat das aber nicht ausgelöst. Glaube ich jetzt noch ein bisschen aggressiver sogar. Boah, ist die stark mit dem neuen Shit.
Monitor wird bald wieder aufgebaut sein. Das ist super riskant. Also riskanter geht's gar nicht mehr. Die hatten da sogar ein Wort stehen, das ist das Lustigste. Okay, wir haben gerade gewonnen wahrscheinlich. Also es tut mir leid, dass ich so ruhig bin, aber ich konzentriere mich gerade mega. Wir haben vielleicht gerade nur gewonnen, weil die Sin einfach absichtlich trollt. Ja, der trollt absichtlich. Der sabotiert das Spiel, lol. Ich hätte heute, also das Lustige an der ganzen Sache ist, das ist mein drittes Spiel, was ich heute so gewinne. Exakt mein drittes. Ist das lächerlich. Ich habe genau gefühlt, wann die Ulti von dem aus war. Ist das seltsam. Also es ist mein zweites Spiel, was ich exakt heute so gewinne. Mein drittes. Ne, mein zweites. Mein zweites. Ich hätte die letzten Tage aber schon mal so ein paar Spiele so gewonnen und ich auf Kala und eigentlich freue ich mich nicht richtig über den Sieg, weil es ist halt unverdient eigentlich. Cool, man kann Schlüsselfragmente bekommen, obwohl man mit dem Charakter schon mal eine Truhe bekommen hat. Ah, und ich habe mich für eine Serie qualifiziert. Das ist halt natürlich viel, viel wichtiger. Oh, Leute! Oh. Können wir vielleicht Bronze Lebewohl sagen? Ist es vielleicht im Machbaren, dass ich es schaffe, mit Kylie als One-Trick-Pony Bronze zu verlassen und in Silber aufzusteigen? Das und vieles mehr sehen Sie in der nächsten Folge von LOL Tagebuch. Eine schöne Woche noch.